Herzlich willkommen bei Plasson. In diesem Video stelle ich Ihnen die Ventilanbauarmatur aus PP Typ 7680 mit integriertem Anbaufräser aus dem Klemmfitting-Programm der Serie 18 vor. Unsere mechanische Ventilanbauarmatur dient insbesondere zum Anbohren ohne Wasseraustritt bei in Betrieb befindlichen Leitungen, zum Beispiel Rohrleitungen aus Polyethylen oder PVCU. Sie bietet dem Monteur die Möglichkeit, Hausanschlüsse und Einbindungen von Anschlussleitungen sicher, zuverlässig und schnell an beliebiger Stelle der Leitung durchzuführen. Die Besonderheit hierbei: die Montage der Ventilanbauarmatur und die Einbindung der Anschlussleitung über den Serie 18 Klemmfitting sowie die Anbohrung der Hauptleitung über den integrierten 30 mm Anbohrfräser werden rein mechanisch durchgeführt. Der Einsatz von Heizwendel, Schweiß und Gerätetechnik ist nicht erforderlich. In diesem Video werden die einzelnen Arbeitsschritte zur fachgerechten Montage beispielhaft gezeigt. In unserem Beispiel soll die Ventilanbauarmatur auf einer Trinkwasserleitung aus PE100RC in der Dimension 125 mm montiert werden. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Montageort sauber ist und keine Riefen aufweist. Zur Vorbereitung der Ventilanbauarmatur muss das Dichtelement mit der flachen Seite zum Rohr in die Oberschale eingesetzt werden. Anschließend müssen die Schrauben in die Unterschale eingedrückt werden, bis die Schraubenköpfe einrasten. Nachdem die Schrauben positioniert sind, muss die Unterschale unterhalb der vorgesehenen Montageposition befestigt werden. Nun kann das Ventiloberteil aufgesetzt werden. Als nächstes sind die Druckplatten auf beiden Seiten der Oberschale zu positionieren. Dann werden die Muttern montiert und über Kreuz angezogen. Die Schrauben sollten mit einem Anzugsdrehmoment zwischen 15 und 20 Newtonmeter angezogen werden. Ganz wichtig, achten Sie darauf, dass die Kanten der Ober- und Unterschale sich berühren. Abgangsseitig kann nun die Anschlussleitung über den bewährten Serie 18 Klemmfitting angebunden werden. Die Ventilanbauarmatur und die Anschlussleitung sind nun fachgerecht montiert, sodass die Druckprüfung durchgeführt werden kann. Unmittelbar nach erfolgreicher Druckprüfung kann die Hauptleitung angebohrt werden. Hierzu bitte die Spindel in Uhrzeigerrichtung bis zum spürbaren Anschlag drehen. In Endstellung ist das Ventil geschlossen. Nach erfolgter Anbohrung die Spindel bitte gegen den Uhrzeigersinn bis zum oberen Anschlag zurückdrehen. Das Ventil ist in dieser Stellung geöffnet. Der Hausanschluss ist nun fertiggestellt.
Die Plastonventilanbauarmatur aus PP mit integriertem Anbaufräser erhalten Sie in den Dimensionen 63 bis 180 mm für Hauptrohre mit Serie 18 Klemmfitting im Abgang in 32, 40, 50 und 60 mm. Selbstverständlich bieten wir auch die passende Einbaugarnitur mit an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder bei Ihren lokalen Ansprechpartnern vor Ort. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir freuen uns auf Sie.